Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, was zu meinem Onboarding zu sagen. Genau, ich hatte meinen ersten Arbeitstag am 1. Februar diesen Jahres, hatte so am Anfang ein bisschen Bauchschmerzen, weil meine Chefin, die Maxi, für die erste Woche im Urlaub gewesen ist. Da war ich nicht ganz sicher, wie das ablaufen sollte. Ich war dann im Büro in Feldkirchen, bin da begrüßt worden von meinem Kollegen Alex, auch aus dem Professional Service Team, der quasi das Gleiche macht wie ich, beziehungsweise wie ich dann in Zukunft. Und habe meinen ersten Tag quasi im Büro hauptsächlich mit ihm verbracht. Er hat mir meine Hardware übergeben, hat mir bei der Einrichtung geholfen, sei das VPN, sei das Passwörter etc. Wo ich rein muss, hat er mir reingeholfen. Das war einfach eine großartige Hilfe. Und neben dem Alex war noch unser Country Manager, der Raphael, im Büro, der immer mal wieder über den Tag vorbeigeschaut hat und gefragt, ob wir gut vorwärts kommen, ob er irgendwie helfen kann. Und sich da immer erkundigt hat, ob das auch alles seinen richtigen Weg geht. Gepaart mit der Tatsache, dass auch die Petra, unsere Office-Managerin, da war, die mir rein vom Ablauf, Anwesenheitsplanung, jetzt auch in den Corona-Zeiten quasi alles auch nochmal erklärt hat, waren meine anfänglichen Zweifel so ein bisschen unbegründet. Und über den Tag hinaus sind dann weitere Aufgaben ja, klar geworden, was die nächsten Tage zu tun ist, was ich die nächsten Tage machen kann. Sagen, es war echt ein sehr angenehmer erster Tag. Und es hat sich schnell herauskristallisiert, dass mir auf keinen Fall langweilig werden wird in den nächsten Tagen. Genau, ja, das ist relativ gelöst bei Esker, wie ich finde. Ich habe auf Quip eine Checkliste für die New Hires bekommen. Da sind quasi Links, Erklärungen, Hinweise zu allen Tools und Portalen, die du benutzen musst. Wie kommst du hin? Was musst du vielleicht davor machen? Was kannst du dir dazu anschauen? Welche interaktiven Schulungen musst du dir da vielleicht für anschauen, dass du das Ganze verstehst? Das Ganze wird dann noch ein bisschen aufgepeppt mit dem ein oder anderen Quiz, dass es nicht ganz so eintönig ist. Das war wirklich super angenehm und nicht nur am ersten Tag hat sich Raphael, Alex und Petra immer wieder ja, eingeschaltet und gefragt, ob irgendwas nicht passt, sondern auch in den nächsten Tagen, als ich dann im Homeoffice war, remote, habe ich immer wieder Kontakt zu den Kollegen gehabt und wenn dann mal eine Frage aufgekommen ist, haben die mir die auf jeden Fall super, super und sofort beantwortet. Ja, das konnte ich. Das war eine glückliche Fügung, sage ich mal. Am ersten Tag hat sich dann herausgestellt, dass am nächsten Tag das Sales-Team aus Ratingen vor Ort zu Besuch war. Zum einen, um die neue Sales-Kollegin, die Elena, ja, einzugliedern in ihre Sales-Organisation. Und gleichzeitig sind quasi die Ziele des Jahres 2022 besprochen worden. Und Raphael war so freundlich und hat mich gefragt, ob ich ja zum einen Lust habe, ins Büro zu kommen, was ich natürlich dankend angenommen habe, und ob ich an den ganzen Vertriebsthemen teilnehmen möchte, mir das einfach mal anhören. Das habe ich dann gemacht, das war super. So hat man einfach auch Kollegen, die man vielleicht auch ohne Corona nicht sofort kennenlernen würde, auch persönlich kennengelernt. Und abgerundet haben wir das Ganze dann bei einem gemeinsamen Abendessen in einem netten bayerischen Lokal. Ja. Alles in allem muss ich sagen, fühle ich mich da sehr, sehr gut aufgehoben. Es waren sehr nette Gespräche, sehr freundlich alle, sehr zuvorkommend, sehr hilfsbereit. Ja, ein super Start mit der glücklichen Möglichkeit, da auch gleich viele Kollegen trotz Corona persönlich kennenzulernen. Ja, man muss auf jeden Fall sagen, der gesamte Onboarding-Prozess ist super strukturiert. Man merkt einfach, dass bei Esker hinter der kleinen Niederlassung München, die wir ja sind,
trotzdem ein großes Unternehmen steckt mit guten Prozessen, mit brauchbaren Prozessen, gerade was das Onboarding betrifft. Ganz besonders auffallend tut mir dann die Effizienz in den Meetings. Jetzt gar nicht so in den Training-Meetings, die wir auch gehabt haben, da kommen wir sicherlich später auch noch drauf, aber vor allem in den größeren Meetings, wo man mit den IPS-Teams arbeitet, mit dem ISS-Team arbeitet, die dann quasi über ihre Sprints Feedback geben. Das Ganze ist super straff und effizient organisiert. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe bei SK noch kein Regelmeeting gehabt, das die Timeline gerissen hat, weil einfach auch in jedem Meeting, das größer ist, wo mehr Leute dabei ist, ein Scrum Master als, ja, ich würde sagen, Timekeeper dabei ist, der einfach darauf achtet, dass alles nach Plan läuft, dass Redezeiten entsprechend eingehalten werden und dass einfach die Termine effizient und effektiv genutzt werden, was ich extrem angenehm finde. Ja, das ist relativ einfach. Eigentlich an jeden. Alle Fragen, die ich zwischen den Meetings auch während dem Selbststudium hatte, beziehungsweise die dann auch in den Trainingssessions zustande gekommen sind. Ich konnte mit Alex, meinen Kollegen aus dem Projektmanagement, fragen. Ich konnte unsere Entwickler, Lukas, Diraj und Janni, jederzeit anschreiben, ansprechen, anrufen via Teams. Zwischendrin habe ich mal immer ein paar Fragen gesammelt und habe das Ganze in kleineren Meetings dann mit denen in einem Schritt durchgesprochen. Ja, und nachdem Maxi aus dem Urlaub dann zurück gewesen ist, eine Woche später, hat sie selbstverständlich auch für alle Fragen zur Verfügung gestanden. Und wir haben in der zweiten oder ich weiß es gar nicht, dritten Woche auch noch ein gemeinsames größeres Q&A gemacht, wo wir uns auch im Büro getroffen haben. Das heißt, alle Fragen, die ich hatte, sind zeitnah quasi sofort, wenn die Kollegen Zeit hatten, beantwortet. Ja, in der zweiten Woche, als es dann offiziell mit dem Onboarding losging, war es so, dass wir quasi von dem in Lyon sitzenden Training-Team übernommen worden sind und quasi alle, und wir waren relativ viele, 20 Kollegen, die im Februar gestartet haben, sind quasi zusammengekommen und hatten einen gemeinsamen Onboarding-Auftakt, alles natürlich in Englisch gehalten und hatten da einen sehr straff gefüllten Zeitplan. In der ersten Woche waren wir quasi alle noch zusammen. Da waren Entwickler dabei, da waren Kollegen aus dem Bereich Customer Experience Support dabei, da waren Vertriebsleiter sogar dabei, generell Pre-Sales Consultants und Projektmanager, so wie ich das bin. Wir haben quasi, ich sag mal, erstmal die Grundlagen von SSK kennengelernt, die ganzen On-Demand-Lösungen, die wir haben, einfach auch Informationen, zusätzlich Zahlen zum Unternehmen, zur Geschichte von SSK. All das, was wir quasi so als Basiswissen brauchen, bevor wir dann in der dritten Woche gesplittet wurden nach unserem Profil, entweder ins Technische oder eben ins, ich sag mal, kaufmännische Sales-Thema. Ich muss sagen, der gesamte Aufbau ist einfach sehr abwechslungsreich, sehr angenehm. Es ist nicht einfach top-down, dass man dir eine Slide nach der nächsten vorsetzt und du versuchen musst, irgendwo mitzukommen, sondern das ist losgegangen mit einer Art Rollenspiel, wo wir uns quasi selber Rollen aussuchen konnten und den Bestellvorgang und die Rechnungsstellung zweier Unternehmen in einem Boardgame online simuliert haben. Der Haken an der Sache war, dass wir quasi keine Lösungen verwenden durften, die uns unnötige manuelle Arbeit ersparen könnte. Wir sollten quasi den Schmerz, den unsere Kunden oder unsere zukünftigen Kunden tagtäglich in ihrem Daily Business spüren, einfach verstehen und in den darauffolgenden Einheiten quasi sehen, was unsere Lösung eigentlich dem Kunden für einen Mehrwert generiert. Wir mussten jetzt nur eine Bestellung bearbeiten, Notebook, zwei Monitoren über die Kataloge und Servicewege auf unserem virtuellen Firmengelände
mussten wir quasi hin und her laufen unter erschwerten Bedingungen mit Genehmiger im Urlaub und so weiter. Die Abläufe waren gar nicht so fest vorgegeben und nicht definiert, sondern wir durften wirklich komplett frei agieren. Wir konnten die Aufgabe erfüllen. Wir hatten Probleme dabei. Gut, ist ein bisschen RNG dabei, weil wir natürlich die Lieferzeiten ausgewürfelt haben, aber ich sage mal, auch so waren ausreichend unnötige Zeitfresser dabei, die unser Tagesgeschäft da behindert haben. War super. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, ausgewählte Quiz über die Inhalte, die man im Vorfeld eben über dieses Rollenspiel oder dann auch über Präsentationen vermittelt bekommen hat, wurden immer wieder eingestreut. Da war super viel Konkurrenz, muss man sagen. Ja, wir waren 20 Leute. Ich persönlich bin so ein wettkampfgetriebener Typ. Für mich war es immer wichtig, da in dem Quiz am Ende einer Übungseinheit gut abzuschneiden. Und ich muss sagen, da unter die Top 3 zu kommen, das war nicht so leicht. Und glücklicherweise waren die Kollegen aus England, Frankreich und Spanien genauso motiviert und haben auch alle richtig Gas gegeben, sodass es eigentlich immer ein angenehmer, positiver Wettkampf oder Wettbewerb gewesen ist, wo jeder einfach zeigen wollte, hey, alles, was wir gemacht haben, habe ich verstanden. Und das hat das Ganze extrem gut aufgelockert. Da kann ich ja natürlich erstmal nur für mich antworten. Ich glaube aber, dass es allen Kollegen, die jetzt mit mir in den Training-Sessions gewesen sind, ähnlich geht. Die haben weit mehr neues Wissen zu den Lösungen mitgenommen und mitbekommen, als wir das erwartet haben, einfach aufgrund der guten Struktur. Man merkt, dass das einfach jeden Monat passiert. Man merkt, dass da Feedback sehr willkommen ist. Man merkt, dass das Ganze echt logisch aufeinander aufbaut und dass, ich sag mal, der zweite Schritt nicht vor dem ersten gemacht wird. Man fühlt sich einfach wirklich gut gekümmert. Und an der Stelle möchte ich mich vor allem für die Geduld, die Ausdauer und teilweise auch das Verständnis für die ein oder andere Frage, die wir da gestellt haben, bei den langjährigen SK-Mitarbeiter und Mitarbeiter bedanken, weil es einfach großartig gewesen ist, dass sich jeder die Zeit genommen hat, sei das jetzt das Training-Team, dessen Aufgabe es natürlich ist, uns da zu unterstützen, aber auch vor allem die Kollegen einfach aus den eigenen Teams, die jederzeit mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind. Das gibt einem Mitarbeiter oder auch einem Teilnehmer in so einer Trainingsmaßnahme das Gefühl, ein wichtiger Teil des gesamten Programms zu sein, ein wichtiger Teil der Firma zu werden und dass man einfach auch ja, als Mitarbeiter extrem gewertschätzt wird. Also an dieser Stelle ein herzliches Dank für das große Engagement. Ich bin extrem froh, den Weg bei SK mit SK eingeschlagen zu haben und freue mich wirklich auf alles, was in der Zukunft kommt und kann es kaum erwarten, an den ersten eigenen Projekten Hand anzulegen.